Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde des Literaturbuffets, es freut uns sehr, dass wir Sie zum ersten Mal hier bei uns zur Kriminacht begrüßen dürfen. Wir haben die Kriminacht bisher in erster Linie bei Veranstaltungen an anderen Orten mit Büchertiefen begleitet. Heuer sind wir zum ersten Mal selbst Schauplatz des kriminellen Geschehens. Das verdanken wir der heutigen Lesecrew, das verdanken wir insbesondere dem Evolver Verlag, den wir sehr lieben, weil er einfach wunderschöne Bücher macht, wie also Covers wie dieses hier beweisen und auch die Renaissance des klassischen Ballheftes. Da haben wir natürlich auch welche zu sehen. Also rein einmal von der Optik sieht man, hier wird programmatisch in der Tradition des guten Krimis gearbeitet. Ganz besonders freut es uns, den Rest der Gruppe stellt dann der Peter Hies vor, dass wir Martin Kompert hier bei uns begrüßen dürfen, den Autor genau dieses Buches, der Lucifer Connection, der seit vielen, vielen Jahren in der deutschsprachigen Krimiszene eine sehr zentrale Rolle spielt. Martin Kompert hat als Herausgeber von Krimireihen bei Ullstein und Sebastian Lübe enorm viel dazu beigetragen, dass wirklich wichtige Autoren des amerikanischen Krimi-Genres im deutschen Sprachraum populär wurden. Ganz besonders muss hervorgehoben werden, dass er, glaube ich, einer der ersten war, der Ross Thomas im deutschen Sprachraum bekannt gemacht hat. Das alleine ist schon eine großartige Leistung. Darüber hinaus hat er sehr, sehr viel Theoretisches über die Kriminalliteratur geschrieben. Und hier wird er heute aus seinem neuen Roman lesen. Meine Damen und Herren, die zweite Ansage, vielen Dank, dass Sie heute hier so zahlreich eingetroffen sind. Mein Name ist Peter Hies, ich habe mit diesem Herrn, der ein bisschen schüchtern ist da hinten, der Herr Taxler, mit dem habe ich den Verlag Evolver Books gegründet im Frühjahr 2010 zum Unglauben vieler Menschen, die gesagt haben, jetzt einen Verlag gründen, das hat Steppert, haben wir gesagt, genau. Und ja, und da sind wir heute noch mit der mittlerweile fünften Publikation unseres Verlags, auf die wir ganz besonders stolz sind, nämlich das Buch Die Lucifer Connection von Martin Kompert. Ein lieber Freund, ein langjähriger Freund, den wir eigentlich immer bewundert haben von der Ferne und dann schon aus der Nähe ein bisschen. Und dann wollte er eine Fortsetzung seines wunderschönen Krimis der Sodom-Kontakt schreiben. Und wir haben gesagt, okay, veröffentlichen wir das bei uns. Ein sehr brutaler, sehr trashiger, sehr palpiger, sehr schwarzer Krimi, mit dem Martin Kompert uns vom Katzenkrimi sehr täuschend ins finsterste Afrika und zu Kannibalen entführt, und damit überlasse ich Sie der Lesung aus dem Buch Die Lucifer Connection. Vielen Dank. Ja, es ist schwierig, da eine Klammer zu finden. Ich werde mal langsam mit dem ersten Kapitel anfangen hoffentlich dann mit Auszügen aus weiterem versuchen, das zu brechen. Die verweinten Augen des kleinen Jungen sahen Gil skeptisch und hoffnungsvoll zugleich an. Gil hielt die Tür auf und sah zu ihm herunter. Er war genervt und leicht verkatert. Am liebsten hätte er die Tür einfach wieder zugeschlagen, aber er widerstand der Versuchung. Den Kleinen umgab so etwas Trauriges, nicht nur, weil er weinte. »Was kann ich für dich tun?« »Ich komme von der Polizei. Generalhauptkommissar Igel schickt mich. Er sagt also, Sie müssen mir unbedingt helfen.« »Oberkommissar Igel, aha. Das muss dann wohl sehr wichtig sein. Komm erst mal rein.« Der Kleine ging an Gil vorbei, durch den Gang, blieb unsicher stehen und folgte ihm dann ins Büro. Er setzte sich in den Sessel vor dem Schreibtisch und sah sich interessiert um. »Ist das ein richtiges Privatdetektivbüro?« »Ich bin kein richtiger Privatdetektiv, ich bin Sicherheitsbeauftragter. Aber du weißt ja hoffentlich, wer ich bin. Und wer bist du?« »Ich heiße Michael Heimkamp.« »Sehr erfreut. Warum warst du bei der Polizei?« »Weil Henry weg ist.« Gil sah ihn fragend an. »Henry ist meine Katze. Er ist noch ganz jung, nicht mal ein Jahr alt und noch nicht kastriert. Er ist die liebste Katze der Welt und mein bester Freund. Ich habe ihn aus dem Tierheim und nicht von einem Züchter.« »Sehr gut. Züchter gehören alle erschossen.« »Oh, was? Züchter sind böse, weil sie noch mehr Tiere machen, die dann ins Tierheim müssen? Und da sind schon so viele? Als ich Henry holen durfte, waren so viele da, die auch mit mir mit wollten. Ich musste weinen, weil ich nicht alle mitnehmen konnte.«
Das konntest du nicht, aber du hast dafür gesorgt, dass wenigstens eines ein Zuhause hat. Missmutig warf Gil eine weitere Aspirin in sein Wasserglas. Er würde nie von alleine weglaufen. Jemand hat ihn entführt. Wie lange vermisst du ihn denn schon? Seit gestern Nacht. Und er ist vorher nie so lange weg gewesen. Kein einziges Mal. Er geht nie aus dem Garten. Manchmal legt er sich unter einen Busch, aber er ist ja noch so klein. Er hat viel zu viel Angst, um wegzulaufen. Irgendwann fangen sie alle das Streunern an. Weiß ich doch, aber Henry noch nicht. Henry bleibt immer im Garten oder im Haus. Manchmal setzt er sich in die Hecke zur Straße, aber er geht nie weiter weg, weil er sich vor den lauten Autos fürchtet. Gil zündete sich eine Reval an. Rauchen ist ungesund. Was geht dich das an? Bist wohl ein Klugscheißer, was? Ich kann Klugscheißer nicht ausstehen. Entschuldigung, finden Sie Henry für mich. Immer langsam, Junge. Der Kleine zog 100 Euro aus der Tasche und legte sie auf den Schreibtisch. Das ist alles, was ich habe. In 2 Monaten habe ich Geburtstag. Ich kann mir Geld wünschen und Ihnen dann mehr bezahlen. Gil blickte auf den zerknitterten Geldschein. Dafür kriegt man ja nicht mal vernünftige Skates. Michael rutschte verzweifelt auf dem Sessel rum. Er sah Gil aus melancholischen Augen an. Das berührte Gil. Seine eigene Kindheit war auch von Einsamkeit geprägt und er zog die Gesellschaft von Tieren der von Menschen vor, selbst die eines Krokodils. In 2 Monaten kriege ich bestimmt 500 Euro. Gil musterte den Jungen ernst. Das ist eine harte Nuss, ich habe sowas noch nie gemacht. Aber Generalhauptkommissar Igel hat gesagt, Sie sind der berühmteste und beste Katzenfinder von ganz Dortmund. Igel ist ein Arschloch und hat dich belogen. Schockiert starrte der Junge ihn an. Er hat dich belogen, um dich loszuwerden, und weil er mich nicht mag, hat er dich zu mir geschickt, um mir einen Streich zu spielen. Neue Tränen sammelten sich in den Augenwinkeln. Einen Streich hat er ihnen gespielt, aber zu wem soll ich denn jetzt gehen? Henry ist bestimmt schon ganz krank vor Angst und wartet, dass ich ihn hole. Gil stand auf, legte ihm beruhigend die Hand auf die Schultern. Willst du was trinken? Ist mir egal. Der kleine Körper in den teuren Markenklamotten zuckte. Gil trank das Aspirin auf Ex, er ging in die kleine Küche, nahm eine Flasche mit Direktsaft aus dem Bergischen Land aus dem Kühlschrank. Während er 2 Gläser eingoss, sprang eine schwarze Katze mit weißen Pfötchen und weißer Blässe auf die Fensterbank. Sie blieb im geöffneten Fenster sitzen, kratzte sich hinter dem Ohr und sah Gil freundlich an. Ein paar schnurrende Laute. Na, Kuching, da hast du dir ja den richtigen Moment ausgesucht. Die Katze schnurrte, als sie ihren Namen hörte, sprang von der Fensterbank und stupste ihr Köpfchen gegen Gils Unterschenkel. Du meinst, ich soll mal was Sinnvolles tun, was? Die Welt sicherer machen für mittlere Raubtiere. Kuching setzte sich vor ihren Napf und sah ihn erwartungsvoll an. Seufzend öffnete Gil eine Dose Katzenfutter, was ihm ein beifälliges Miauen einbrachte. Heute wieder Fisch, endgültig vorbei mit Rind. Wenn ich schon kein Fleisch mehr esse, musst du dich gefälligst auch mit Fisch begnügen. Die Katze schnüffelte an dem Fisch und schien etwas ungehalten. Dann biss sie kräftig zu und tröstete sich mit dem Gedanken an ein paar saftige Mäuse, die es inzwischen in der Dortmunder Innenstadt reichlich gab. An Gil hatte sie momentan kein weiteres Interesse, also ging er mit der Flasche und 2 Gläsern ins Büro zurück. Verdammt viel schwieriger als einen Menschen zu finden, aber ich habe eine Idee, die man vielleicht ausprobieren könnte. Wie lange dauert das? Weiß ich nicht. Hast du ein Foto von Henry? Der Kleine zog ein Bild aus der Jacke. Er zeigte einen vor Lebensfreude und Energie nur so strotzenden kleinen pechrabenschwarzen Kater mit großen Augen. Er saß auf Michaels Kopf. Hört er auf seinen Namen? Ja, das heißt, wenn er will. Der Junge sah Gil begeistert an. Vielleicht war der Superdetektiv ja doch kein Trottel. Stimmt, wenn er nicht hört, dann hört er überhaupt nicht. So sind Katzen. Ich habe da auch so ein paar Erfahrungen. Hunde haben Herrchen, Katzen Personal. Auf dieses Stichwort schnürte Kuching herein und betrachtete Gils Besucher interessiert. Sie kamen näher und beschnüffelten Michaels Beine. Also, er übernimmt diesen Auftrag. Es gibt aber eine Parallelhandlung. Ich will das nicht zu intensiv ausführen, aber den Anfang dieser Parallelhandlung gerne lesen. Da geht es
um die Dortmunder Kriminalpolizei, die einen völlig anderen Fall verfolgt als Gil. Die Sachen laufen dann im Laufe des Romans zusammen. Ich möchte das gerne vorlesen, weil ich hier glücklicherweise in Wien bin und aus dem Ruhrgebiet komme. Und damit Sie sich mal eine Vorstellung machen, welchen Schrecken ich hinter mir gelassen habe, um hier zu sein. Domo Galla stand mitten im Bermuda-Viereck von Witten. Hier waren mehr Schicksale versenkt worden als Schiffe in der Karibik. Die Straßenkreuzung war aufgerissen, um Kanalisationsröhren zu verlegen. Das war zwar nicht nötig, brachte aber einigen Unternehmen einen Batzen Geld. Domo Galla hatte einen dienstfreien Tag und überlegte, wo er ihn versaufen könnte. Unten rechts vor der Kirche war das Old House, ein paar Schritte daneben die Marktschenke, Wittens schlimmste Absturzkneipe. Da ging man besser erst später hin. Nüchtern unter Zugeknallten machte wenig Freude. Die Hochburgen Wittner Ruchlosigkeit, funkelnde Diamanten in der Jauchegrube des Lebens. Er drehte sich um, oben rechts war bei Ulla, schräg gegenüber die alte Zeit. Die Wahrscheinlichkeit, um diese Uhrzeit nicht auf Lutz zu treffen, war leider nicht gering. Domo Galla wollte Lutz auf keinen Fall begegnen. Seit der aus dem Krankenhaus rausfahren, nervte er die zivilisierte Welt mit seiner Leidensgeschichte. Er hatte Blasen oder Gallensteine oder irgend sowas Ekliges. Egal. Trotzdem riskierte Domo Galla bei Ulla. Als anständiger Polizist brauchte er dort nicht zu bezahlen. Er soff auf Deckel und Ulla musste sie dann wegschmeißen. Dafür gab es aber auch den unbezahlten Schutz durch Domo Galla und seine Freunde von der Exekutive. Er setzte seinen schweren Körper in Bewegung. Domo Galla war groß, hatte einen unglaublichen Brustumfang und war gebaut wie ein Block. Und er war heute schlecht drauf. Der Job machte ihn mürbe. Nach fast 20 Jahren. Keiner hatte mehr angemessenen Respekt vor der Polizei. Und er hatte eine blöde Fußballwette gegen Igel verloren. Für einen Schalke-Fan, der nach Dortmund versetzt worden war, gab es immer Ärger oder Spott. Er schlenderte an der Baustelle vorbei durch einen schmalen Durchgang, eingegrenzt von einem Türkenladen und dem Bretterverhau. Der Türkenladen machte ihn erst recht sauer. Hier war früher das Café Annette gewesen, sein bevorzugter Aufenthaltsort bei Schulstunden, deren Niveau ihm nicht zugesagt hatte. Stundenlang wurde dort und in der Milchbar über dem Hallenbad Skat gekloppt, die ewige Skatrunde der Schulschwänzer. Scheiße, das Hallenbad mit seiner wunderbaren 50er-Architektur hatten sie auch abgerissen, um noch ein geschmackloses Altersheim hinzuknallen, das sich sowieso kaum einer von den alten Wichsern leisten konnte. Die Stadt war einmal richtig nett gewesen, nicht wirklich schön, aber mit idyllischen Plätzen und einem angenehmen Zentrum. Doch die letzten Jahrzehnte mit einem verdächtig wohlhabenden Bürgermeister, der Posten gesammelt hatte wie Onkel Dagobert Thaler, hatte sich absolut ruinös ausgewirkt. Ungebildete Planer ohne das geringste ästhetische Empfinden hatten Witten zum typischen Ruhrpott-Slum umgestaltet. Der Verfall dehnte sich aus wie Schimmelpilz. Eine verlorene Stadt, fast verlassen und voller Leere. Die Menschen in den Mietshäusern lebten in einem bedeutungslosen Kreislauf. Sie wurden geboren, kämpften ums Überleben, wurden müde und starben. Das Selbstvertrauen der Stadt war zutiefst erschüttert. Dabei floss natürlich immer reichlich Geld. Lange vor der Ausrede mit der Globalisierung hatte man den Mittelstand platt gemacht. Fußgängerzonen ohne jede Identität hineingeklatscht, schöne Häuser abgerissen, um Schrottbauten zu errichten, die schon beim Hochziehen vom Verfall bedroht waren. Einige wenige hatten sich bei all diesen Projekten auf Kosten der Allgemeinheit bereichert. Das übliche Verbrecherkonzept der SPD in Nordrhein-Westfalen, dem Bundesland, dem man Koryphäen wie Wolfgang Clement oder Bodo Hombach verdankt, dachte Domo Galla wütend. Seine Laune tendierte mehr und mehr zum Nullpunkt. Alle in die Ruhr schmeißen, murmelte er vor sich hin, als er die Tür öffnete und die Kneipe betrat. Dabei zog er ein Gesicht, als käme er in eine Leprastation. Prima, Lutz war nicht da. Die Kneipe war ein Wartesaal für Leute ohne Zukunft und mit bemitleidenswerter Vergangenheit. Ein trockener Alkoholiker brauchte hier nur tief einzuatmen, um sofort wieder drauf zu sein.
Keine Pflanze konnte dieser Atmosphäre ohne seelischen Schäden überleben. An einer Ecke des Tresens würfelten zwei Stammgäste mit einer angetrunkenen Blondine. Die kannte Domogalla noch nicht. Er musterte sie. Irgendwen musste er heute noch abführen und mit Handschellen ans Bett fesseln. Mal sehen. An der langen Seite des L-förmigen Tresens lallten voll ausgebildete Trinker über künftige Herrlichkeit. An einem Tisch brabbelte ein Alkoholiker mit zugefallenen Augen auf eine Frau ein, die schon längst gegangen war. Domogalla bestellte einen Pilz und rückte neben die Würfler und die Blondine mit dem hirnamputierten Blick. Er lauschte dem Sanskrit der Betrunkenen. »Mach aus, mach ihn aus. Ich hab den schwarzen Gurt im Knobel. Guck mal hier, die lass ich stehen. Das lässt du stehen, ich bitte dir. Nicht zu fassen, mit Schock verliert er. Wo hat sie das denn gelernt? Hat mit Hütchenspielen angefangen. Mit der kannst du nicht spielen, die metzelt alles nieder. Da stimmt doch was nicht. Schicken wir sie zum Dopingtest. Musst du schon wieder pinkeln? Der Alkohol gehört uns nie ganz, wir mieten ihn nur. Ich war mal Messdiener, hatte gute Noten in der Schule, bis ich 14 war und die Weiber entdeckte. Und den Alkohol. Nee, der Alkohol hat mich gerettet. Du solltest Sport treiben. Ich jogge jeden Abend von einer Kneipe zur anderen. Ich wusste nicht, was Glück bedeutet, bis ich geheiratet habe. Dann war es zu spät. Frauen haben auf der Kanzel nichts zu suchen, auch nicht im Vatikan. Jesus hatte auch keine Frau. Er hatte auch kein kugelsicheres Auto. Keith Richards hat gesagt, er stirbt erst, wenn die Atombehörde einen sicheren Platz für die Endlagerung seiner Leber gefunden hat. Die Tür ging auf und zu Domogallas Entsetzen marschierte Lutz herein. Er hatte im Krankenhaus tatsächlich abgenommen. Bis über beide Hamsterbäckchen grinsend brüllte er in die Kneipe: »Ihr seht ja aus wie frisch gefickte Eichhörnchen.« Für einen Moment hielten alle mit ihrem sinnlosen Treiben inne und stöhnten Richtung Tür. »Ich musste gerade noch zur Nachuntersuchung«, setzte er an und schob sich zwischen zwei verzweifelt reinschauende Tresenbewohner, die sich in ihr Schicksal fügten, als der Kleine loslegte. Dank jahrzehntelangem Engagement an den Tresen dieser Welt hatte er sich Respekt und Autorität erwildert. Außerdem hatte ihm jeder hier schon oft genug mit eigenen Ehedramen und anderen Behördenproblemen geschwollene Ohren gequatscht. Lutz packte der Bedienung, die gerade Bier zapfte, an den Busen. Sie reagierte gelangweilt, aber schnell und schlug ihm auf die Hand. »Wie, du schlägst die Hand, die dich füttert?« Domogalla versuchte, seine massige Figur hinterm Tresen zu tarnen. Bis Lutz reihum seine Story verbraten hatte und bei ihm landete, musste er weg sein. Eigentlich hasste er dieses Kneipen-Machotum, das mit Freundschaft verwechselt wird. Es beschränkt sich auf das gegenseitige Spendieren schlechter Getränke, gemeinsame Puffbesuche und das Tieferlegen geschmackloser Mittelklasse-Autos. »Die beste Krankheit taugt nichts«, meinte eines von Lutz' Opfern im Versuch, den Redeschwall kurz zu unterbrechen. Ich kann Ihnen hier nicht die ganze Handlung so deutlich machen. Jedenfalls führt das bis nach Sierra Leone in Afrika. Und da möchte ich abschließend noch einen kleinen Teil aus vorlesen. Gil ist mit einem, er ist auf der Suche nach jemandem, den er aus den Händen seiner Gegner, die sich herausgestellt haben, die am Anfang hinter der Katzenentführung dahinter standen, es entwickelt dann andere Dimensionen, ist nach Sierra Leone gefahren, diesen Freund oder diese Freundin zu befreien und hat sich zur Hilfe einen ehemaligen Söldner von Executive Outcomes, einen Südafrikaner namens Rolf, gesucht, weil er sich eben in Afrika nicht auskennt. Und die sind jetzt auf dem Weg zu dieser Zentrale, wo Gil seinen Freund oder seine Freundin befreien will. Plötzlich hielt Rolf an, nahm seine Sonnenbrille ab, schaltete den Motor aus und starrte auf den Rand des Dschungels. Ungläubig blickte Gil die Wasserspuren unter Rolfs Feldflasche an.
Man konnte keine 2 Meter in das grüne Dickicht hineinsehen. Was ist? Mit einer Handbewegung brachte er Gil zum Schweigen. Ich sehe nichts, flüsterte Gil, der seine Glock bereits gezogen hatte. Rolf zeigte mit dem Finger. Gil blickte in den Busch, ohne etwas zu erkennen. Dann sah er etwas unnatürlich braun durch das dunkle Grün schimmern. Gil konnte nichts Genaues identifizieren. Baumstämme? Nein. Rolf zog die MP5SD mit integrierten Schalldämpfer aus der Halterung im verdeckten Fußbereich und stieg langsam aus. Gil folgte ihm und legte die Glock über der Motorhaube an, um Rolf nötigenfalls Feuerschutz zu geben. Katzenhaft überquerte Rolf die Straße in Höhe des braunen Schimmerns. Er verschwand im Dickicht, nur sein Kopf war zu sehen. Gil folgte. Er wühlte sich 1 Meter durch den Busch. Er stand vor einem braunen Pickup. Ein Technical, kann nur Rebellen oder den Wildside Boys gehören. Der Pickup war zu einem Kampffahrzeug umgebaut worden, wie sie in Schwarzafrika schwer in Mode waren. Mit einer Kettensäge hatte man Dach und Windschutzscheibe abgesägt. Auf der Ladefläche war ein Maschinengewehr montiert, das sich ohne diese Stabilisierung nur schwer abfeuern ließ. Hier kann man 1 Meter von der Straße einen Panzer verstecken. Rolf fühlte an der Motorhaube. Der Motor ist noch warm, sie müssen in der Nähe sein. Warum fahren wir nicht einfach weiter? Ich habe nicht gerne Rebellen im Rücken. Warten Sie hier. Nein. Dann bleiben Sie dicht hinter mir. Lassen Sie mich nicht aus den Augen, sonst verirren Sie sich. Gil folgte Rolf über glitschige Blätter durch das peitschende Unterholz des Dschungels. Vor ihnen lag ein schmaler Trampelpfad, den man von der Straße aus nicht sehen konnte. Ein Tunnel, der aus einer festen Masse Wildwuchs bestand. Rolf bewegte sich parallel zum Pfad langsam vorwärts. Der Pfad machte eine Krümmung. Rolf blieb stehen, lauschte. Das Lachen von Männern. Vorsichtig bewegten sie sich weiter. Dann verharrte Rolf wieder regungslos. Ein paar Meter weiter auf dem Pfad, vom spärlichen Sonnenlicht beschienen, standen 2 Schwarze, lachend. Einer von ihnen völlig nackt, bis auf eine Halloween-Maske, die von den Scream-Filmen inspiriert war, und Nike-Sportschuhe. Der zweite war wie ein durchschnittlicher Berliner Straßenrapper gekleidet, mehrere Uhren am Arm, die blitzten, wenn er wild mit den Händen gestikulierte. 2 Kalaschnikows lagen mitten auf dem Pfad im roten Staub. Die Männer sahen immer wieder im höhnischen Spott nach unten. Gil schob den Kopf etwas weiter nach vorne. Da musste sowas wie ein Loch sein. Wildside Boys, flüsterte Rolf. Er hatte kaum hörbar gesprochen, aber der Maskierte stoppte in seinen Tanzbewegungen und starrte in den Wald in ihre Richtung. Er trat einen Schritt auf den Busch zu und sagte etwas zu seinem Kameraden, der seinen höhnischen Redefluss beendete und sich zu den AKs umdrehte. Die MP5 machte 2-mal Plopp und die Männer fielen schreiend zu Boden. Ihre Körper zuckten, als habe man alle Knochen herausgeholt. Aus tödlichen Wunden schoss Blut, bildete eine Lache auf der roten Erde. Sofort stürzten sich Fliegen darauf, die aufgeregten Insekten waren so berauscht, dass sie in die Blutpfützen fielen und ertranken. Schnell und geschmeidig löste sich Rolf aus dem umklammernden Busch, sprang auf den Weg und schoss jedem der Männer eine Kugel in den Kopf und eine in den Körper. Insekten aus ganz Afrika kamen angebraust. Gil trat aus dem Pfad. Am Rande des Weges war ein Loch in den Boden gegraben. Ein Jojo, sagte Rolf, während er eine Leiche über den Buschrand schleppte und in den Dschungel stieß. Die ihn umschwirrenden Fliegen protestierten laut summen. Sie tragen gerne Masken. Hinter jeder Maske steckt ein Verrückter. Gil trat an das Loch heran und erblickte unter sich die weit aufgerissenen, angsterfüllten Augen eines Jungen. Der Boden des Loches war voller Glas von zerbrochenen Flaschen. Der Bursche hockte auf blutigen Füßen und blickte furchtsam zu ihm hinauf. Rolf warf die 2. Leiche in den Wald und trat neben Gil. Armer Junge, das machte die RUF, um jemanden zu bestrafen. Die Wildside Boys setzen diese schöne Tradition fort. Manchmal müssen die Opfer tagelang im Jojo hocken. Gil streckte dem Jungen die Hand hin, doch der schreckte zurück,
presste sich ängstlich gegen die Grubenwand und trat in eine Scherbe. Rolf redete auf Mende. Ich verstehe Englisch, sagte der Junge. Gib mir deine Hand, ich ziehe dich hoch, wir tun dir nichts. Zaghaft hielt der Junge die Hand hoch. Gil ergriff sie und zog den abgemagerten Knaben aus dem Loch. Eine kleine Dschungelratte, sagte Rolf. Erst redete der Junge aufgeregt auf Mende, dann sagte ihm Rolf, er soll gefälligst wieder Englisch sprechen. Dieses Land hatte mal das beste Schulsystem von ganz Schwarzafrika. Während sie zurück zum Wagen gingen, weinte der Junge, dessen Name Schema war. Gil holte den Verbandskasten und behandelte seine blutigen Füße. »Sie wollen den kleinen Killer doch nicht mitnehmen?«, fragte Rolf erstaunt. »Was schlagen Sie vor? Hier lassen oder erschießen? Er ist voll mit Drogen. Wenn die nachlassen, dreht er durch. Außerdem geht er sowieso zu seiner Bande zurück. Er kann nirgendwo hin. In seinem Heimatdorf würden sie ihn sofort lynchen.« Rolf zog Schemas T-Shirt hoch. Der Junge erschrak und sah ihn ängstlich an. Auf seinem Rücken waren die Buchstaben RUF eingebrannt. »Sehen Sie, garantiert ein Boy. Er hat keine Heimat mehr außerhalb der Gang.« Während Gil ihn behandelte, erzählte Schema seine traurige Geschichte. Schema war nach einer Karriere als Kindersoldat bei einer Gruppe der Waldzeitboys gelandet. Sie nannten sich Termitenbataillon, weil sie auf ihrem Weg durch den Dschungel alles niedermachten und nur verbrannte Erde zurückließen. Gestern waren sie in der Nähe von Schemas Heimatdorf vorgerückt. Schema bat den Kommandanten, sein Dorf vor einem erneuten Angriff zu verschonen. Das war ein Zeichen von Schwäche und zur Strafe wurde Schema ins Jojo geschickt. Anschließend hätten die Folterknechte ihn wohl getötet. An dieser Stelle unterbrach Rolf. Wir müssen weiter. Sie haben ihn verarztet, aber es wäre besser, ihn zu töten. Er ist sowieso verloren. Seine Seele ist längst tot. Er kennt nichts anderes als Morden und wird es immer wieder tun. Diese Kindersoldaten sind völlig amoralisch. Keine echte Kindheit, aber dafür jede Menge Drogen. Sie sind zu jeder Gewalttat bereit. Es gibt diese Rehabilitierungsprogramme. Wir können ihn in der nächsten Stadt übergeben. Rolf lachte freudlos. Der Erfolg ist mehr als bescheiden. Außerdem finden sie nicht in jedem Dorf ein Lager. Die meisten Jungs hauen sowieso wieder in den Busch ab. Was meinen Sie, warum es Banden wie die Waldzeitboys noch gibt? Wir haben doch Frieden. Wenn er Bauern in den Händen fällt, wird er sofort umgebracht. Nach allem, was er getan hat, kann er kein Mitleid erwarten. Nicht im Busch, hier gibt es keine mitleidigen weißen Buanas. Er ist ein Kind. Gil war über sich selbst überrascht. Sein Mitgefühl überraschte ihn. Wurde er langsam altersfähig oder war es dieses furchtbare Land, das ihm aus der Bahn warf? Ein Kind? Ich habe seine Kindlichkeit hinreichend erlebt. Er ist kein Kind, er ist ein Monster. Man hat ihn von klein auf ans Töten und Quälen gewöhnt. Er steht seit Jahren unter Drogen. Seine einzige Schule war Überfalltaktik und abends Actionvideos. Für die menschliche Rasse ist er verloren. Wie soll er mit seinen Erinnerungen leben können? Ihn zu erschießen ist ein humaner Akt. Finden Sie sich endlich damit ab, dass Sie mitten in die Hölle gereist sind. Nur das Klima ist beschissener. Wir nehmen ihn mit und setzen ihn in der Nähe seines Dorfes ab. Das ist ein sicheres Todesurteil. Ich will seine Geschichte hören. Rolf resignierte. Sie bezahlen, tun Sie, was Sie wollen, aber behalten Sie ihn scharf im Auge. Und Schema erzählte. Die Rebellen waren im Morgengrauen aus dem Nichts gekommen, hatten wild um sich geschossen und die Menschen aus den Hütten getrieben. Unter der tobenden Soldateska sah Schema jung in seinem Alter, kleiner als die Kalaschnikows, die sie hinter sich herzerrten. Wild in die Luft ballernd tänzelten die Kinder durch das Dorf und trieben die Bewohner zusammen. Sie ließen sie kleine Papierschnipsel aufheben, auf denen verschiedene Tötungs- und Foltermethoden standen. Kopf abhacken, Hände abhacken, erschießen. Ein kleiner Junge wurde an einem Spieß zu Tode geröstet, weil er sich geweigert hatte, seine Mutter umzubringen. Schema war etwa 5 Jahre alt, als sie vor seinen Augen seine Mutter und seine Schwestern vergewaltigten. Das Flehen seines Vaters war vergeblich. Dann wollten sie dem Vater die Hände abhacken. Bitte nicht, bitte hack mir nicht die Hände ab. Martin, es geht grauslich weiter. Okay. Es wird auch immer grauslicher.
Es ist so, dass der Autor eines Buches, also erst einmal Applaus für Martin Kumpel. Dass der Autor eines Buches nie gern zu viel über die Handlung verrät. Ich als Verleger muss das Buch verkaufen, ich kann Ihnen noch ein bisschen was erzählen. Also, Kindersoldaten, Kannibalen, Snuff-Pornos, Satanistenverschwörung international, der Ermittler reist ins finsterste Afrika. Aber alles verquickt mit dem Hier und Jetzt in unserer schönen EU. Genau, in unserer schönen und korrupten und zutiefst in diese bösen Dinge verstrickten EU. Ja, Gilde, Ermittler reist nach Afrika, ins finsterste Afrika, er reist nach London, er kommt sogar nach Wien, wo ihn ein gewisser Dr. Trash berät, kriminalistisch. Und es gibt dann eine Art Showdown sogar auf einer Burgruine an der Donau. Also ein wahrlich internationaler Roman, der zwar anfängt wie ein Krimi, der in Deutschland spielt, aber dann doch weltweite Implikationen hat und nur anfängt wie ein Katzenkrimi, aber den Katzen geht es auf jeden Fall gut. Ich habe halt die falschen Kapitel ausgewählt. Nein, es war gut. Vielen Dank. Darf ich jetzt einer rauchen gehen? Jetzt gerne auch. Ich hätte einmal Star Trek, also Raumschiff Enterprise geschaut hat und Star Wars und Aliens, wird in den Kurzgeschichten, die in diesem Kurzgeschichtenband von Andreas Winterhaus, Scott Bradley, Blondinen, Blobs und Blasterschüsse vertreten sind. Alle diese Plots aus den Science-Fiction-Serien und Büchern wiedererkennen. Es ist nicht unbedingt ganz kriminalistisch, was du heute vorlesen wirst, aber... Also kriminalistisch fällt es auf alle Fälle ab, aber ich habe eine Mission rausgesucht, die im weitesten Sinne Verbrechen enthält und hoffe, dass Sie da ein bisschen Geduld mitbringen und Offenheit. Ja. Ja, und zum also, meine Damen und Herren, Andreas Winterer liest aus seinem Buch Scott Bradley, Blondinenflops und Blattgeschichte. Zu Scott Bradley muss man sagen, dass er ein Weltraumsöldner ist, der freischaffend arbeitet in einer, sagen wir mal, nicht besonders ernstzunehmenden Zukunft, wie alles in dem Buch eher nicht ernst zu nehmen ist. Und er stellt ein Gegenprogramm dar, weil er, sagen wir mal, sehr politisch unkorrekt vorgeht. Also das, was einen, falls ich schon mal Star Trek gesehen habe, was einen Jean-Luc Picard ausmacht, also immer das Richtige zu tun und politisch korrekt zu handeln, das gibt es bei ihm nicht. Ich würde ihn also als moralisch eher verwerflichen Menschen betrachten und doch mag ich ihn irgendwie. Man kann ihn sich vorstellen wie mich, wenn man aufs Cover schaut, weil das nämlich dank des genialen Covergestalters ich auch bin. Und ich habe Ihnen eine Mission rausgesucht, in der es darum geht, dass Sie, also das Ganze ist wie Missionen aufgebaut, weil es ja ein Soldat ist, in der er eine verbotene Substanzen zu einer Silvesterfeier transportiert. Und verbotene Substanzen sind in diesem Fall Rauchwaren, Alkohol, rotes Fleisch. Und ich rechne damit, dass das alles auch in Zukunft verboten sein wird. Also, dass wir nichts mehr trinken dürfen, nichts mehr rauchen dürfen. Die ersten Anzeichen sind ja zu sehen. Und ich bin sicher, dass auch Kuchen kommt noch nicht vor. Das ist dann vielleicht mal in der späteren Mission so. Und andere Waren, dass sie nicht... ja. Um das Ganze ein bisschen intergalaktisch aufzuhauchen, habe ich hier so einen Laser besorgt, damit es ein bisschen spaciger wirkt. Ich hoffe, es funktioniert. Und leg einfach mal los. Scott Bradley hatte eine Vision, die wahre, saftig, sinnlich, blutig und wollüstig ergeben. Also jeden Preis und auch die harten Strapazen der Beschaffung wert. Jetzt muss ich eine Brille anziehen, sonst kann ich nichts mehr lesen. Ah. Dann warf er sich in Deckung. Keine Sekunde zu früh, gut 12 Dutzend Schüsse peitschten auf und fegten als glühender Atem gebündelter Energie über ihn hinweg. Da ist der Unterschied zum Krimi, es ist Energie, normalerweise wären es halt einfach nur Kugeln. Genauer gesagt waren es 150 Schüsse, mehr passten nicht in das Magazin jener tödlichen Deuterium-Tommy-Gun, mit der auf Bradley geschossen worden war. »Hey, Protoniak«, donnerte Scotts Stimme durch die verrosteten Stahlträger, während er sein PDA aufklappte. »Ist das alles, was die Blechschädel drauf haben?« Er kämpft sichtlich mit einem Androiden. Im Display musste er lesen, dass sein Schutzschild auf 13% abgesagt war.
kein Wunder, dass das Ding bereits nagelte wie ein Mercedes-Diesel im Baujahr 1968. Kinderfasching, also man muss das jetzt roboterhaft wahrnehmen. Kinderfasching, schalte es zurück. Ich hau dich in die Pfanne und servier dich deinesgleichen. Bradley prüfte den Ladezustand seiner Protonenpistole und zischte leise ein missvergnügtes Leer. Okay, Blechbürschlein, donnerte Bradley. Du hast deine 150 Chancen gehabt, dein Magazin ist leer. Du bist dir ja sehr sicher, da muss man wieder roboterhaft sagen, du bist dir ja sehr sicher, was meine fehlende Kenntnis der Modifizierbarkeit von Magazinen angeht. Menschlicher Fleischling, rattete Protoniak mit dem klingelnden Akzent einer Registrierkasse, was ich hier nur ungenügend wiedergeben kann. Hast du Eier und Semmelbrösel dabei, damit ich dich panieren kann? Ich habe immer ein paar Eier dabei, Blechberg. Und dich werde ich in die Pfanne hauen, in deren Metall jetzt noch deine Denkeinheit klickt. Aus deinem Brustpanzer lasse ich mir eine Urne gießen. Und deine Edelstahlgebeine spendiere ich meiner Stammkneipe für ein neues Urinal. Hol mich doch, wenn du dich traust. Achtlos warf Bradley die Pistole über die Schulter und erhob sich. Scott stand nun, eigentlich unfassbar, in jeder nur erdenkbaren Schusslinie. Er zuckte nicht mal mit einer halben Wimper und parkte die Hände gemütlich in den Hosentaschen. Elektromotoren sirrten. Ventile klirrten. Aus dem Schatten eines Zyklotroiden-Containers, auch ich muss das mal hier nachlesen, ja, das ist irgendwas Futuristisches, trat Mark V Protoniak, ein Cyberdyne Systems Terminator erster Klasse, Modell VT-100, Nexus 6 und so weiter. Unter leuchtend roten Scanneraugen knirschten die stählernen Zähne seines wuchtigen Wolframkinns. Das flackernde Neonlicht der Hallenscheinwerfer glänzte auf seinen fingerdicken Titanimorph-Szenen, die er effektvoll darin spielen ließ. Protoniak hatte mit all dem gepflegten Gefunkel mehrmals den Titel Mr. Titanium-Skelett errungen. Sie kennen vielleicht den Landsmann, der hier dargestellt ist, falls jemand Terminator gesehen hat. Na gut. Was Bradley kaum beeindruckte, der seine Laserflex vom Gürtelclip nahm und sich einer Energieschleifscheibe seelenruhig den traurigen Rest einer zerfallenen Zigarre anzündete. Protoniak sah sich um. Nirgendwo war ein Mensch zu sehen, auch kein Roboter, außer ihm selber natürlich. Allerdings schielte da hinten ein Ladekran verstohlen zu ihnen herüber. Ein elektronischer Besen lehnte etwas zufällig an einer Ecke. Und ein Gabelstapler im Trenchcoat pfiff schiefe Melodien, um damit den Unschuldigen zu mimen. Da, 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 da. Nicht hier, Bradley. Komm mit. Scott dröhnten schon die Ohren. Das ist ein kleiner Augenblick später. So viele Stahlschotter hatten sich inzwischen hinter ihnen geschlossen. Sag mal, Brute, kann es sein, dass du seit unserem letzten Begegnung eine leichte Sicherheitsparanoia entwickelt hast? Das sollten mehr Imperatoren und Antagonisten tun. Dann gäbe es weniger schmalzige Happy Ends. Okay, hier kommt mein Lieblings-Codeschloss. Sie stehen vor einem Codeschloss. Der Roboter zeigte auf ein Zahlenblatt mit 9 Tasten neben der Tür. Na, was denkst du, alter Hauding? Wie kriegt man den auf? Man muss wirklich zu viel Sci-Fi gesehen haben, um sowas hier zu schreiben. Bradley liebte rhetorische Fragen überhaupt nicht, aber er liebte die Herausforderung. Ja. Ein Atari-Portfolio? Niemals nicht. Ein Apple Powerbook mit einem Word-Makrovirus? Ist eine Anspielung auf Independence Day, wo das gemacht wird? Nope. Space-Tasten wie bei Doom und Quake? Nein, auch nicht. Ach, ich weiß es. Das Tor ist überhaupt nicht verschlossen. Alle 9-mal klugen Typen, die voreilig Chipkarten, Minicomputer und Rekorder reinstecken, die werden einfach zerfetzt. Du wirst nicht älter, Alter. Nimm dies. Mit diesen Worten schwang der Roboterhühne die meterdicke Stahltür auf und ließ den Anblick auf Scott wirken. Dem fiel beim Anblick die Kinnlade herab. Brut, Hechel, sag, dass das kein Hologramm ist. So wenig wie ich eine piepende R2-Einheit bin. Bradley konnte es kaum fassen. Vor ihm lagen 777 Kilo rohe, hochfeine Hintersteaks. Derzeit so ziemlich die verbotenste Substanz in der Galaxis. Daneben 33 Barrels uralten Whiskys, genug um einen ganzen Planeten lebenslänglich hinter Gitter zu schicken. Ein thermonukleares Humidor mit etwa 144 kubanischen Zigarren und ein paar Päckchen Mini-Cohibas. Dafür würden ganze Imperien stürzen. Und eine in Aluminiumfolie gewickelte Überraschung. Wow, was soll ich sagen, Brute? Du bist der größte Schieber in der ganzen Galaxis. Schrittmotoren sirrten hell, als Protoniak seinen Metallmund zu einem Grinsen aufspannte. Was soll ich sagen, Scott? Ich weiß das. Bradley ließ seine Zunge aus dem Hals hängen und sabberte leicht aus beiden Mundwinkeln, was ich jetzt nicht nachmache.
Dann fiel sein Blick auf die Aluminiumfolie. Was ist denn das? Eine Überraschung. Medizinisches Fleisch zum Abkühlen. Kann man immer brauchen. Du hast wirklich an alles gedacht. Klar, war nämlich verdammt gefährlich, an die Ladung ranzukommen. Jeder, der weiß, dass man das Zeug hat, will einem ans Leder oder an Haut oder ans Gehäuse. Verständlich. Pass bloß auf. Du kannst niemandem trauen. Jeder, der weiß, dass du Rinderfilets, Alkohol und Tabak transportierst, würde dich verraten, Bradley. Oder gleich selbst kalt machen. Sehe ich ähnlich so von der abstrakten Problemstellung her. Na, ich wollte es nur erwähnt haben. Ach, und was ich bei der Gelegenheit ebenfalls erwähnen wollte, das Geld ist noch nicht eingetroffen. Also, immer diese Banken. Es ist nur, Protoniak macht ein paar fahrige Bewegungen. Ich bin im Moment etwas klamm und bräuchte eine neue Grafikkarte. Na, ich wollte sowieso bar bezahlen. Mit Aktienoptionen, mit Dilithiumkristallen, die gibt es immer bei der Enterprise. Mit Celsius und Kelvin klirrte Bradley eiskalt und drückte den handtellergroßen, grützeartigen Ballen eines transparenten Gelees in das Skelett des Roboters. Oh. Singularitätsgrütze, Brutti, grinste Scott, zerlegt Titanium ruckzuck in schlichter, strukturierte Elementarteilchen. Mit diesen Worten sprang er hinter eine Weiland-Yutani-Kiste und ging in Deckung. Warum, Bradley? Wir waren doch... Weiter kam Protoniak nicht. Denn die Singularitätsgrütze kapierte, dass sie sich im Singularitätsgrützen-Schlaraffenland befand. Sie griff sich die umliegenden Titaniumatome und startete eine begrenzte Kernfusion. Ein kugelförmiger Meter des Raumes verwandelte sich für wenige Hundertstel Sekunden in eine sengende Sonne, die dann in ein kleines schwarzes Loch zusammenfiel. Aus den rauchenden Trümmern des Raumes kämpfte sich Bradley ans Neonlicht und sah sich um. In der Mitte des Raumes schwebte immer noch das schwarze Miniloch. Er öffnete seinen Hawking-Absorptionsbeutel. Stephen Hawking hat diese schönen schwarzen Löcher entdeckt, ließ das schwarze Loch vorsichtig hineingleiten, verschloss den Beutel und steckte ihn weg. Dann lud er das verbotene Material auf seinen kleinen Antigraf-Stapler und machte sich aus dem Staub. Hier ist also tatsächlich ein Verbrechen geschehen. Wenig später, er ist unterwegs. Die Sicherheitsschaltungen hatten es längst seufzend aufgegeben, rote Lampen aufleuchten zu lassen. Der Commander sah jedoch nicht hin. Die Triebwerke rollten am Anschlag und die Schiffszelle vibrierte in den Windungen des Slipstreams. Passend dazu röhrte eine ohrenbetäubende Platte von Osric Tentacles aus den billigen Bose-Detonator-Speakern. »Wie lange noch, Scott?« grenzte Forkosigans Stimme aus dem Äther, durchsetzt mit monadischen Störungen. »Die Jungs werden langsam ungeduldig!« Scott Bradley legte die Pinzette mit dem Stummel zur Seite, zückte sein Vibromesser, brach demonstrativ ein Stück Plastik aus dem Schlitz im Bedienungspanel und riss den Beschleunigungshebel dann noch einen Millimeter weiter in Richtung Lichtgeschwindigkeitsgrenze. Das verdammte Cockpit-Handschuhfach klappte auf und ein Instant-Döner-Kebab fiel heraus. »Meine Güte!« Bradley rammte den Imbiss ins Fach zurück und sprach weiter. »Ihr werdet doch euch mit ein paar veganen Stuhlen vergnügen können, bis ich komme. Meine Turbinen sind kurz vorm Durchglühen.« »Ja, ja, nur leg einen Zorn zu. In 3 Stunden ist Mitternacht.« In diesem Augenblick heulten die Alarmsirenen los. Und so. »Polizei?« krächzte Miles aus dem Äther. »Bullenschweine«, krähte der Bordcomputer. »Miles, ich melde mich später.« Bradleys Faust krachte auf den Intercom-Schalter. Das Bild verschwand mit einem verrauschten Zucken. »Auf den Schirm«, brüllte Bradley und schob mit den Ärmeln einen Stapel Pornovideos, darunter ein auf Arrakis spielendes Remake von Deep Throat vom Display des Radargeräts. Die Tapes rasselten über die Kante, federten auf der Gummipuppe ab und polterten in einen Stapel mit Ätherkanistern. LSD-Löschblätter flatterten auf wie Herbstlaub im Wind. Auf dem Radargerät war Bradleys grünes Schiff von 7 Dutzend roten Punkten umgeben. Ein Blick auf den Schirm zeigte ihm also, dass die Polizeistreifen in der Überzahl waren. Nun, Überzahl war eigentlich nicht das richtige Wort, denn es reichte kaum aus, um ihre zahlenmäßige Mega-Überlegenheit auszudrücken. Sie waren obendrein bis an die Zähne bewaffnet und zielten auf ihn mit ausgefahrenen Schilden auf Volllast, mit vor Energie nur so sprühenden Reaktorkernen sowie fliehenden Abstrahlmündungen vor ihren Todesstrahlern. Scott kratzte sich den rechten Hoden und klopfte mit dem Knöchel des linken Zeigefingers gegen die Statusleuchten. Das Cockpit-Handschuhfach klappte auf, doch er rammte den Döner wieder zurück. Die Statusleuchten änderten ihren Wert nicht und zeigten weiterhin an, dass sein eigenes Schiff weder Schutzschelde noch Energiestrahle besaß, weil das bisschen Energie, das die ausgeleierten Kerne noch hergaben, restlos in die wummernden Triebwerke gepumpt wurde. »Computer?« »Yes, Sir!« »Alle Torpedos scharf machen, feuerfrei auf alle Feinde!« »Sie sehen, ein echter Mann.« Der Bordcomputer erstarrte. »Sir?« »Mein Witzmann. Stell eine Sprechverbindung her und fahr rechts ran.« »Ei, Commander«, die Stimme des Kompis klang erleichtert.
Das schrille Heulen der Triebwerke atmete aus und wummerte sich in den Bassbereich. Das Bild des Hauptschirms wechselte von einer Außenaufnahme der gegnerischen Schiffe auf das Bild eines uniformierten Bullen. Er hatte ein geflecktes Fell und zwei Hörner, die an der Basis Tätowierungen trugen und an den Spitzen Metallverstärkungen. Er sah nicht gerade wie ein Sitzpinkler aus. Und übrigens ein echter Bulle, also nicht, dass jemand meint, ich würde hier Polizisten verunglimpfen. Bradley hier. Scott nahm ein unberührtes Stück nach Kreide und zerkaute es und schluckte es. Was kann ich für Sie tun, Officer? Polizeistreife 87562908 und so weiter. Officer Angus, wissen Sie, dass in diesem Raumsektor Zone 30.000 ist? Man sah den Bullen deutlich an, dass es eine rein rhetorische Frage war. Sie dürften nicht mehr als ein Zehntel Lichtgeschwindigkeit fliegen. Bradley hob die Augenbrauen und zog eine Unschuldsmiene. Was? Man muss sich wohl irgendwo ein Schild übersehen haben. Die 0,99 Lichtgeschwindigkeit, die wir gemessen haben, die wären auch auf interstellaren Autobahnen. Gut und gerne ein Hunivert, rumpelte der Bulle. Ja, ich bin wohl eingenickt und dann mit dem Kopf auf den Geschwindigkeitsregler gefallen. Ihr rechtes Rücklicht ist defekt. Ach so, verdammte Phönix-Asteroiden. Das linke auch. Ja, Murphys Gesetz, Sie wissen doch, wenn es nicht schlimmer kommen kann, kommt es noch schlimmer. Auch wieder wahr. Apropos, wir beamen Ihnen jetzt zwei Beamtinnen an Bord. Bitte halten Sie Ihre Fahrzeugpapiere bereit. Als das Bild auf dem Schirm erlosch, stürzte Bradley aus dem Kommandosessel. Sein rechter Fuß schnellte hoch und verschloss die Tür der Minibar, während sein linker die Schublade mit den Obstlern zutrat. Er zog den Desintegrator und schoss die restlichen Kippen und Aschenbecher und die leeren Pommes-Tüten kurzerhand ins Nirvana. Das Handschuhfach klappte auf und der hineingequetschte Döner drohte erneut herauszufallen, doch Bradley rammte ihn geschwind wieder zu. Als der typische Beam-Sound ertönte, war die Kabine blitzeblank wie ein frisch gereinigter Gewehrlauf. Sie glänzte wie ein gewienerter Stiefel und sie duftete leicht nach dem Wunderbaum, der nun am Rückspiegel baumelte. Aus dem Handschuhfach fiel ein Tropfen Dönersoße zu Boden. Bradley trat mit seinem Stiefelabsatz darauf. Es beamte. Das Erste, was Bradley auffiel, war das etwa ein Kilo schwere Bauchnabelpiercing der blonden Beamtin vor ihm. Verständlich. Es hing auch direkt vor seinen Augen, da die Dame ihn um etwa einen Meter überragte. Papiere, dröhnte die weibliche Kampflesbe und klappte eine Hand auf, in die Scott sich locker hätte hineinsetzen können. Wir reden hier von einem ganz starken Weltraumhaudegen. Brav legte Scott seinen Fahrzeugschein, Fahrzeugbrief und den Führerschein in die Pranke, unter deren lackierten Fingernägeln ausklappbare Skalpelle glänzten und trat mit dem Absatz wie aus Versehen eine noch offen stehende Geheimluke zu. Ihre brünette Kollegin durchsuchte das Such und notierte fortwährend Dinge auf einem Klemmblock, wobei ihr Stift hässliche Geräusche machte. Scott Bradley sah ihr zu mit befremdetem Gesichtsausdruck, Händen in den Hosentaschen und zum Pfeifen geschürzten Lippen. Dabei ging seine Pumpe, denn die Kampflesbe bestand gerade auf einem Paar verborgener Ladeluken, hinter denen sich polandianische Megaböller befanden, die er später auf der Silvesterparty unter Umgehung sämtlicher Sicherheitsvorschriften zu zünden gedachte. »Gibt's was Besonderes?«, unschuldete er und spielte mit dem Deckel einer Dose Hanfduschgel. Das hässliche Kratzen des Stiftes zuckte, die Stimme der brünetten Kampflesbe war gnadenlos. »Ich habe übrigens eine Lesbe in meiner Bekanntschaft und es tut mir immer weh, wenn ich die Stelle lese, weil sie hasst mich bestimmt dafür.« »Da kommt was zusammen, junger Mann. Verstoß gegen das Raumfahrzeugkennzeichnungsgesetz. Zwei kaputte Rücklichter, mehrfach überhöhte Geschwindigkeit, unzulässige Hyperspoiler, überhöhte Nova-Bombentreibladung im Selbstzerstörungsmechanismus des Schiffes, Fanfarenhupe ohne Zulassung, abgelaufene Abgaspaletten, ich weiß nicht, wie das bei Ihnen heißt, diese Plaketten mit Abgas, Radiosternempfänger ohne Zulassung, ohne Gebühren, keine Lizenz zum Betrieb oder Besitz eines Todessternlasers.« Das Ding trieb als Weltraummüll im All, protestierte Bradley schwach. Sowie verbaler Widerstand gegen die Staatsgewalt. Aha, und was noch schlimmer wiegt, Verdacht auf den Transport verbotener Substanzen. Upp. Bradley verschluckte vor Schreck den Tabakstummel, den er in einer Zahnlücke, ein Andenken aus den Gargelwonischen Kriegen, versteckt hatte. Wie bitte? Sie haben ganz richtig gehört, Bradley. In diesem Augenblick klappte das verfluchte, weil nie richtig schließende Handschuhfach seines Cockpits auf und heraus fiel. Doch da schossen die beiden Beamtinnen schon. Ehe sie erkennen konnten, was sie eigentlich trafen, rieselte es als Asche zu Boden. Was war das? Lauerten sie. Multivitamin-Marshmallows. Ich bin völlig verrückt nach dem Zeug. Die blonde Kampflesbe wedelte sie mit einem Formular Luft ins Gesicht und schnupperte dabei mit übertrieben misstrauischer Mimik. Rieche ich hier nicht Zigarrenqualm? Duftlampen, hustete Bradley und lehnte sich haltsuchend an das Wandpanel, hinter dem das Rindfleisch gelagert war. Und vorhin ist mir, glaube ich, ein Vollkorntoast angebrannt.
Und Ihre Fahne, das ist eindeutig Whisky. Langsam ging Bradley die gefressene Kreide aus. Er fantasierte am Rande des Sichtfelds Bilder von schmutzigem Sex, sah vor seinem geistigen Auge, wie er es diesen imperialen Politessen von allen möglichen Seiten besorgte, wobei sie gelobten, A, nie wieder eine Frau einem Mann vorzuziehen und B, auch elektronischen und positronischen Sexspielzeugen zu entsagen. Dann grummelte er unschuldigst, ein Stückchen Rumkuchen, pures Aroma, kein einziges Schlückchen. Und verlagerte den Flachmann, den er stets in seiner linken Oberschenkeltasche trug, behutsam innerhalb der Hose in den Slip hinein. Dann fiel sein Blick auf die Überraschung, die ihm Brute überlassen hatte. Das einzige Schmuggelstück, das wegzuräumen er vergessen hatte. Das entging auch den aufmerksamen Kampflesben nicht, die seinem Blick gefolgt waren. Sie zogen ihre schweren Blaster. Die Blonde hielt damit Bradley in Schach. Die Brünette zielte auf die zwei in Aluminiumfolie gewickelten Dinge. Was ist das? Bradley, aufgrund eigener Kommandiervergangenheit weitgehend kommandierresistent, antwortete, schauen Sie halt nach. Entschloss sich dazu, den letzten Joker zu spielen, öffnete die Tür zur Duschkabine der Kommandobrücke, wie die jetzt dahin kam, dichterische Freiheit, und begann sich zu entkleiden. Während er sie ungeniert auszog, näherten sich die Killerlesben vorsichtig und Schritt für Schritt dem in Folie verpackten etwas stupsten mit den Mündungen ihrer Plasmagewehre hinein und förderten zwei Schweineschnitzel zutage. Fleisch, triumphierte die größere der beiden Politessen und riss ihre Waffe herum, um auf Bradley zu zielen. Der hatte jedoch die Gunst des Augenblicks genutzt, um sich nackt in die Duschkabine zu begeben. Halt, du BSE-dealender Terrorist, was hast du in der Dusche zu suchen? Hinter der Milchglasscheibe war nichts zu sehen, nur Bradleys Kopf flugte hervor. Was werde ich hier wohl wollen? Duschen? Und ich bitte Sie, meine Damen, Sie werden doch ein heilendes Schnitzel, das sich zur Medikation von blauen Augen, Blutergüssen oder ehem wundgeriebenen Stellen aus Eigenbedarf einsetze, nicht als Fleisch bezeichnen wollen. Zudem ist es Schwein, nicht Rind. Man müsste jetzt eigentlich wahrscheinlich Hühnerfleisch draus machen. Wie auch immer. Wer sind nicht deine Damen? Eine der beiden Kampflesben nahm das Funkgerät und klackerte demonstrativ mit dem Sendeknopf. Ich werde der Zentrale durchgeben, dass wir hier einen dreckigen Hetero-Schnitzel-Pusher haben, der... Bradley verließ nun den Schützen im Bereich der Milchglasscheibe und stand so, wie ihn die Natur oder Gott oder Craig Venters Genklonfirma geschaffen hatte, in der offenen Schiebetür der Dusche. Tun Sie, was Sie tun müssen, meine Damen, aber können Sie mir mal eben das Duschgel da drüben reichen? Die Politessen sahen Scott nicht in die Augen, aber dennoch an, und zwar mit offenen Mündern. Das ist ja immerhin Scott Bradley. Sie langten nach dem Duschgel, umgriffen zu zweit den phallisch geformten Kunststoffzylinder mit dem Aufdruck Davidoff Hot Plasma und näherten sich damit wie hypnotisiert der Duschkabinentür, in deren Rahmen sich nun Scott regelte. Roger ruft 69, schnarrte die Zentrale aus dem Funkgeräten. 69, alles in Ordnung bei euch? Während die brünette Kampflesbe sich die schweren, kugelsicheren Schilder abschnallte, griff die Blonde zum Sendegerät. Hier 69, alles Roger, Roger. Wir werden bloß ganz sicher gehen, dass wir keine harten Fakten übersehen haben. Ist eine Sache von 15, Bradley schüttelte entsetzt den Kopf, eine Sache von 90 Minuten. 69, Roger, ihr habt ihn also bei den Eiern. Dann seht mal zu, dass ihr wirklich alles aus ihm rausbekommt. Worauf sich Roger von der Zentrale verlassen konnte. Erst 2 Stunden später verließ der Polizeischutz Scott wieder und hinterließ nicht nur die Duschkabine äußerst zerschrammt. Kurz darauf kam Bradley bei sich zu Hause an, wo die Silvesterparty schon ohne ihn angefangen hatte. Bradleys Asteroiden-Apartment sah aus wie ein Schlachtfeld. Herd, Mikrowelle und Toaster standen in Flammen. Vielleicht hatten sie selber schon mal Feten, die so verlaufen sind. Scotts sterbender Kühlschrank gähnte offen und versprühte letzte Funken. Das Titaniplast-Parkett hing nur noch in Fetzen. Einige besoffene Generäle versuchten mit dem Griff eines Desintegrators ein Loch in den Asteroidengürtel-Panoramascheibe seines Wohnzimmers zu schlagen. Bradley sah, dass er keine Sekunde zu spät gekommen war. »Hi, Jungs!« Er schwenkte eine Whiskyflasche und ein Bündel Zigarren. »Ich habe die Steaks, die Drinks und was zum Rauchen.« Begeistertes Johlen erklang, als sich die Männer auf die Lieferung stürzten. Bradleys leere Bücherschränke wurden aus der Dachkammer gezerrt. Laserpistolen glühten auf und entzündeten herumliegende Raumschiffprospekte. Steaks wurden in die Flammen gehalten. Die Stimmung auf der Silvesterparty war bombig. Ich danke Ihnen fürs Zuhören.